Wir befinden uns in Basel. Die Schweizer Stadt am Rhein mit ihrem mittelalterlichen Kern ist trotz ihrer überschaubaren Größe auch über die Landesgrenzen bekannt. Auch weil sich Basel als Innovationsstandort im Bereich Medizin in den letzten Jahren einen Namen gemacht hat. Bei dem Einsatz von Technik und KI geht es hierbei zentral um eine bessere Versorgung von PatientInnen und gleichzeitig um bessere Arbeitsbedingungen des Klinikpersonals, die das Spital zu einem Ort der Innovation und des Pioniergeistes machen. Wir wollten uns auf die Suche danach machen, wo im Klinikalltag ganz konkret bereits künstliche Intelligenz drinsteckt und wer sie verwendet. Entstanden ist eine beeindruckende Reise, die nach Zukunft klingt, die aber bereits Teil unserer Realität ist. Sie führt uns in eine Welt der Operationsplanung mittels Augmented Reality, dem Druck von Schädelimplantaten mit 3D-Druckverfahren und in eine Klinik, in der Medizin und Technik längst Hand in Hand gehen. Herzlich willkommen bei Operation Zukunft. Das Unispital in Basel, kurz USB. Es ist Montagmorgen und wir sind auf dem Weg in die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Florian Thieringer nimmt uns mit in seinen Arbeitsalltag. Uns interessiert, wie sich der Arbeitsalltag durch neue Technologien und Arbeitsprozesse verändert. Aber erstmal zur Frage: Was macht die Chirurgie spannend und warum wird man Chirurg? Ich habe mich bewusst für den Beruf des Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgens entschieden, weil ich wusste, dass man hier in einem sehr komplexen Fachgebiet mit Technik zu tun hat, mit technischen Innovationen arbeitet, um sich im Alltag die Aufgaben, die operativen Eingriffe zu erleichtern. Also klassisch Mund-Kiefer-Gesichtschirurg ohne Innovation zu sein, ist ganz schwierig. In der Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie haben wir eine Brückendisziplin zwischen der Zahnmedizin und der Humanmedizin. Und naturgegeben haben wir hier einen sehr innovativen, technikaffinen Fachbereich. Das sei zum Beispiel die moderne dreidimensionale Bildgebung, das kann der Bereich der dreidimensionalen Visualisierung, die Bildverarbeitung sein, gerade auch durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Deep Learning-Verfahren sind da ein großes Thema. Dazu, wo konkret KI-Verfahren Anwendung finden und in welcher Form man sie nutzt, gleich mehr. In vielen Fällen einer solchen Technologieintegration und Nutzung arbeitet das USB in Basel eng mit dem DBE, dem Department for Biomedical Engineering, zusammen. Ein prominentes Beispiel ist das sogenannte Forschungsprojekt Miracle. ForscherInnen aus den Bereichen Informatik, Ingenieurswissenschaften, Robotik, Laserphysik, Chirurgie und anderen Disziplinen arbeiten hierbei zusammen, um an neuen Lösungen für technologiegestützte Anwendungen im Operationsalltag zu arbeiten. Am Ende der Entwicklungsreise von Miracle, die mit einer Mars-Mission verglichen wird, steht ein robotisches System, welches ChirurgInnen dabei unterstützen soll, bei Operationen nur noch minimale Eingriffe vorzunehmen. Auf dem Weg zum Mars sind bereits einige innovative Technologien und Verfahren entstanden, die bereits erfolgreich in den klinischen Alltag integriert wurden. Dazu gehören zum Beispiel zwei 3D-Drucklabore, von denen eines jeweils am DBE und eines am USB im chirurgischen Bereich angesiedelt ist. Für die technische Entwicklung und Realisierung des 3D-Drucks ist das DBE zuständig, während am USB der Einsatz und die Nutzung erfolgt. Was ist an diesem Entwicklungsprozess das Besondere? Mit 3D-Druck schaffe ich eine Brücke zwischen Virtualität und Realität. Also ich produziere etwas Haptisches, wortwörtlich, ich begreife die Anatomie des Patienten und ich schaffe es nicht nur, ein Modell herzustellen, das mir die Patientenanatomie widerspiegelt, sondern ich kann eben auch für den Patienten, und das sind die 3D-gedruckten patientenspezifischen Implantate, also wirklich auf die Anatomie des Patienten zugeschnittene, perfekt passende Ersatzteile herzustellen. Eine der ersten Personen, die am USB eine neue Schädeldecke erhalten haben, ist Thomas Wirth. Bei ihm konnte 2023 erstmals ein Implantat mithilfe algorithmischer Berechnungen in einem 3D-Drucker produziert werden. Und das in-house, also im eigenen Drucklabor.
Somit ist es nach langer Forschungs- und Entwicklungszeit nun möglich, innerhalb kürzester Zeit Defekte am Schädel mithilfe von KI und passgenau gedruckter Implantate zu behandeln. Und wie ist das jetzt, nachdem Sie die Premiere hatten im August mit dieser Schädeldecke? Ist es so, dass man das jetzt auf regelmäßiger Basis so macht? Ja, klar, das war natürlich das Ziel, oder? Ich muss vielleicht ein bisschen vorwegnehmen. Das war eine lange Entwicklung am Unispital in Basel. Und mit unserem Department of Biomedical Engineering, das ist dort, wo viel von der Entwicklung passiert, hat man natürlich lange Vorarbeit geleistet, bis es zu diesem Prozess kam, der ja zertifiziert wurde. Also das war ein grosser Aufwand. Natürlich mit dem Ziel, dass wir das weiterfahren können. Und zusammen mit dem Professor Thieringer, wo der Chefarzt ist von der Mundkiefer- und Gesichtschirurgie, haben wir jetzt eigentlich den Prozess von der Bildgebung zu der Planung, die 3D-Planung, zu der Herstellung als zertifizierten Prozess. Und wir haben jetzt unterdessen drei Patienten behandelt und wir werden in der Zukunft natürlich mehr Patienten behandeln. Ja. Neben diesem zentralen Verfahren sind weitere innovative Ansätze und Verfahren entstanden, die bereits im Prozess der Anamnese und der Planung von OPs zum Einsatz kommen. So können Defekte am Schädel mithilfe von Augmented Reality bereits im Vorfeld sichtbar gemacht und analysiert werden. Aber wo kommt nun genau KI zum Einsatz und wo leistet sie einen gewinnbringenden Beitrag? Dazu sollten wir an den Punkt gehen, an dem die Größe des Implantats berechnet wird. Wie genau kann man sich das vorstellen? Also, was wir von den Ärzten bekommen, ist eine binäre Segmentierungsmaske. Das sehen wir jetzt hier mit dem kaputten Schädel. Wir sehen, hier ist ein Defekt und den würden wir gerne auffüllen. Ja. Also hier in dem Fall. Was wir jetzt oder wie wir das Problem definieren, ist, wir definieren das als Shape Completion Task. Das bedeutet, was unsere Methode versucht zu bekommen, ist der komplette Schädel. Das bedeutet, wir müssen diesen Defekt irgendwie auffüllen. Und wenn wir das alles wissen, dann können wir die Differenz zwischen dem kompletten und dem defekten Schädel nehmen und so das Implantatdesign definieren. Das klingt erst einmal verständlich. Trotzdem kann es an manchen Stellen sehr technisch werden. Und es stellt sich die Frage, wie die Zusammenarbeit aussehen kann, wenn beispielsweise Ärztinnen des USB und technisches Personal aus dem DBE gemeinsam an innovativen Lösungen arbeiten, wenn es ihnen möglicherweise an einer gemeinsamen Fachsprache mangelt. Du musstest dir gewisse medizinische Terminologie, aneignen, um dich da reindenken zu können, jetzt für dich auch. Musstest du dich auch in technische Aspekte reindenken können? Also musstest du dir auch dann, keine Ahnung, erklären lassen, wie dieser Algorithmus beispielsweise funktioniert? Ich bin froh, dass ich das nicht musste. Ja. Nein. Aber was total spannend ist oder was sehr stimulierend ist für mich, ist, ich sehe, dass sie mit neuen Ideen kommen, mit neuen Technologien, neuen Ansätzen, die manchmal noch nicht klinisch konkret ein Ziel haben. Sie haben einfach eine neue Idee. Technologie. Genau, Technologie. Und dann schauen wir, was kann man damit machen? Also viele Dinge. Wir können die Gefäße von innen darstellen in 3D. Auf einmal haben wir einen Innenanblick von den Gefäßen. Das habe ich noch nie gesehen. Und das ist ein bisschen durch Zufall. Mit Marek haben wir das konstruiert. Und wenn wir das jetzt an den Kongressen zeigen, sind alle völlig fasziniert. Wow, ihr seht die Gefäße von innen. Ihr könnt in das Gefäß, das Strömungsverhältnisse können sich besser vorstellen. Also, so ist es, ein sehr fruchtbarer Austausch auf beide Seiten, oder? Und das ist nicht eine einmalige Sache, Nein. Sondern das ist ein iterativer Prozess. Man kommt immer zu besseren Lösungen, indem wir etwas machen. Sie schauen es an, geben Kritik, wir versuchen es zu verbessern, weil Sie müssen eine Idee dafür bekommen, was wir können, und wir müssen gut verstehen, was Ihre Probleme sind. Hier haben wir jetzt den Kopf von unserem Patienten 3D visualisiert. Wir sehen hier gut, dass auf der linken Seite ist diese Knochendeckel hier in Resorption schon. Wir sehen, welche herausgelöst wurde bei der ersten Operation. Zum Vergleich nochmal die gesunde Seite, hier vollständig. Und dann können wir zur präoperativen Planung die Teile anfärben, die wir entfernen werden. Das ist diese alte Kalotte hier. Natürlich auch mit den Schrauben, die Sie initial noch im Platz gehalten haben. Und wenn wir das dann herausrechnen, dann sehen wir, dass wir hier in den Schädel sehen und entsprechend das ganze Implantat präzise bis zum Rand planen können.
Okay, wunderbar. Und dieses Implantat sollen wir jetzt für dich berechnen? Genau, das wäre schön, wenn ihr das berechnen und dann drucken könnt. Das ist jetzt alles allerdings relativ aufwendig, das im Voxelspace zu machen, weil das sind hochauflösende Bilder. Und das ist einfach von der Rechenkapazität her ziemlich schwierig. Das bedeutet, wir brauchen eine Methode, wie wir das alles speichereffizienter und auch mit weniger Computational Resources lösen können. Das bedeutet, wir haben uns für eine andere Shape Representation entschieden. Wir repräsentieren den Kopf jetzt nicht als Voxel, sondern in dem Fall eben als Point Cloud. Und die Point Cloud können wir bekommen, indem wir erst ein Surface Mesh aus dem Kopf extrahieren. Da können wir einfach ganz bekannte Methoden wie Matching Cubes benutzen und dann Punkte von der Oberfläche samplen. Und das ist jetzt im Endeffekt derselbe Schädel, nur als Point Cloud, also als Punktwolke. Und das ist jetzt eine Condition für ein sogenanntes Point Cloud Diffusion Model, was wir verwenden. Das wäre jetzt der Teil hier unten und da kann ich dir mal ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert. Grundsätzlich im Lernprozess kennen wir das Ground Truth Implantat. Das bedeutet, wir haben quasi einen Datensatz, da haben wir Schädel und das Implantat. Und was wir jetzt machen, wenn wir lernen, ist, wir fangen auf dieser Seite an und fügen zufällig Rauschen zu den Punkten, die zum Implantat gehören, hinzu. Okay, zugegeben. Das waren nun ganz schön viele Fachbegriffe. Wichtig bei der Berechnung des Implantats ist, dass es aus einem Point-Cloud-Modell, einer freien Punktwolke, berechnet wird. Diese freie Wolke, bestehend aus einer Vielzahl von Bildpunkten, wird in einem letzten Schritt in einem Voxel-Space zurückgerechnet, wobei die einzelnen Bildpunkte, die Voxel, zur exakten Größe des Implantats zusammengefügt werden. Erst dann ist die Implantatdatei fertig berechnet und kann anschließend passgenau gedruckt werden. Wir haben die Modelle, wir haben die Anatomie des jeweiligen Patienten in unseren Händen oder mit der 3D-Brille vor uns und können uns wirklich sehr immersiv mit der Patientenanatomie, der Pathologie auch auseinandersetzen. Das heißt, der Planungsprozess stellt für mich auch schon einen Teil und vielleicht eine Verkürzung auch des Operationsprozesses dar, weil wir uns sehr viele Gedanken auch schon vor der Operation machen und riesigen Gefahren sehen, die wir sonst vielleicht erst während des operativen Eingriffes sehen oder realisieren würden. Und dadurch sparen wir uns nicht nur Zeit, sondern können die Operation auch präziser, vorhersagbarer machen. Neha Sharma ist maßgeblich an der Entwicklung des 3D-Implantatdrucks beteiligt. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit in Biomedizintechnik an der Universität Basel konzentrierte sie sich auf die Herstellung kundenspezifischer Implantate unter Verwendung des Hochleistungspolymer-Biomaterials Polyetheretherketon, welches derzeit für die Implantate genutzt wird, und legte damit die Grundlage für den medizinischen Implantatdruck am USB. Sie erklärt uns, was das Inhouse-Verfahren und das Material so besonders macht. I mean, AI is such an asset and currently we can use it in different phases of this implant production. I can give you some key examples that could be beneficial. First could be something selecting your material. So AI algorithms or the softwares can be designed to select your proper implant material depending upon the biocompatibility or material properties, and also certain factors can be integrated like what is the intended use of this implant. Die Drucker sind tatsächlich absolut dieselben. Das heißt, wir benutzen die genau gleichen Technologien, an die ich schon seit Jahren gewöhnt bin. Der Unterschied liegt eigentlich in den Materialien selbst. Das bedeutet, die Materialien müssen natürlich sauber zertifiziert sein für die medizinische Anwendung, dementsprechend halt auf Patientenkontakt auch getestet sein. Alles, was, sag ich mal, Giftigkeit für den Körper angeht, also Toxicity und Ähnliches. Das heißt, der einzige Unterschied ist wirklich, dass wir im Bereich zertifizierte Materialien arbeiten. Aber natürlich haben wir auch Bereiche, in denen wir keine zertifizierten Materialien brauchen. Also wenn es Richtung medizintechnische Geräte geht oder Ähnliches, die nicht in direktem Patientenkontakt bestehen, dann besteht eigentlich kein so großer Unterschied zum industriellen 3D-Druck in dem Sinne. So earlier, before 3D-Printing, what we used to do, we used to get implants from the industry. And the lead time for the production or even getting these implants in-house, it usually take months. But if you have a 3D printing facility in-house, what we have developed, we could easily manufacture implants within a week time frame. So this lead time actually decreases a lot.
Another benefit that we realized was because the traditional manufacturing is more about milling, the cost of these implants are also very high. But with 3D printing, you need only the material that is required. So the cost of the implants would also decrease eventually. So it has a lot of benefits from patient customization, but also decreasing the cost eventually and providing quicker access to these advanced implants to the patients. Beim Bereich Implantats-3D-Druck ist es tatsächlich so, dass der Drucker im sterilen Bereich steht. Also dort muss man sich komplett umziehen und einwaschen, um überhaupt hinzudürfen. Und dann wird es schon im semi-sterilen Umfeld, also nicht im Operationssaal, sondern halt im Operationsbereich, schon gefertigt und komplett post-processed, also komplett nachbearbeitet und dann auch dort sterilisiert. Das bedeutet, weder unsere Materialien noch unsere Produkte verlassen den semi-sterilen Bereich jemals, was natürlich dementsprechend die Regulatorien einfacher macht. Aber wenn ich das jetzt hier fertigen würde, diese Facility hat keine medizinische Zulassung, also keine Practitioner-Zulassung, wie jetzt ein Krankenhaus hat. Das würde den Prozess immens erschweren. Also da würden wir wahrscheinlich erst in einem Jahr operieren. Und dort haben wir natürlich quasi, da wir schon im semi-sterilen Bereich sind, auch eine gewisse Sicherheit, dass wir keine Cross-Contamination mit verschiedenen anderen 3D-Drucktechnologien haben. Grundsätzlich ist es so, dass die Patienten ganz unterschiedlich reagieren. Also wir haben die Jungen, die die neuen Technologien gegenüber sehr offen sind. Also da bin ich manchmal selber überrascht, dass sie scheinbar, aber vielleicht sind sie auch so cool, dass es sie kalt lässt, aber dass sie es scheinbar für normal nehmen, wenn man ihnen einen 3D-Druck ihres verletzten Unterkiefers zum Beispiel zeigt, und andere sind wahnsinnig fasziniert. Wir haben da wirklich die ganze Bandbreite. Und das ist natürlich jetzt nochmal ein Schritt weiter, wenn wir wirklich von der eigenen Anatomie ein perfekt reproduziertes, repliziertes anatomisches Objekt haben. Das finden manche auch sehr, sehr gruselig. Das gibt es auch, dass man sagt, um Gottes Willen, so sehe ich aus, wenn ich mal tot bin. Aber insgesamt wird es als sehr positiv wahrgenommen. Wir blicken auf die medizinische Ausbildung. Inwiefern profitieren angehende MedizinerInnen von den neuen Technologien? Ich denke, die Virtual Reality hat auch natürlich einen großen Stellenwert in der Ausbildung der Ärzte und der Studenten, die sich anatomische Gegebenheiten durch einen anderen Blickwinkel aneignen können. Also in der Education der Studenten und der Assistenzärzte und Assistenzärztinnen ist das ein wichtiger Punkt. VR-Brillen, 3D-Druck, KI und Robotik. Neuartige Technologien bewirken eine notwendige Anpassung der Art und Weise, wie ÄrztInnen und Pflegepersonal arbeiten. Da stellt sich die Frage, wie Medizinstudierende auf diese Veränderungen vorbereitet werden. Zum ersten Mal werden digitale Kompetenzen als essentielle Ziele der ärztlichen Ausbildung genannt. Das heißt, die Fakultäten werden das umsetzen müssen, und so langsam kommt es auch ins Bewusstsein. Das heißt, das ist jetzt im Grunde der Punkt, wo es auch dieser neuen digitalen Lernformate bedarf, damit nicht jede Fakultät das Rad neu erfindet, sondern dass man Synergien bildet. Und dann ist es wichtig, diese E-Learning-Module, die dann entstehen, dass die gut eingebettet sind in bestehende Curricula. Und nicht nur in der Ausbildung verändert sich etwas. KI und neue digitale Technologien verändern Diagnoseverfahren, zum Beispiel in der Bildgebung. Im zweiten Teil unserer Basel-Reise blicken wir auf das Thema Gesichtsfeminisierung. Wie wird mit Hilfe von KI eine solche OP vorbereitet und durchgeführt? Wer ist alles beteiligt? Und was ist bei einer Operation dieser Art zu beachten? Wir waren bei der OP dabei und haben versucht, alle wichtigen Fragen zu klären. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch gerne die weiteren Folgen von Operation Zukunft an und abonniert den KI Campus-Kanal.